In Spanien ist wegen der derzeit etwa 3000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro Tag ein weitgehendes Rauchverbot eingeführt worden. Wo kein Abstand gehalten werden kann, darf an öffentlichen Orten auch draußen nicht mehr geraucht werden. So hoffen die Behörden, den dramatischen Anstieg der Ansteckungen eindämmen zu können. Zudem wurden Nachtclubs und Diskotheken geschlossen. Diskutiert wird über die Öffnung der Schulen im September. In Frankreich gilt bei ebenfalls etwa 3000 Neuinfektionen pro Tag in vielen Innenstädten Maskenpflicht, so auch auf den Champs-Élysées in Paris. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man von einem Viertel ins andere geht. An einem Ort muss man die Maske aufsetzen, am anderen nicht. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn überall Maskenpflicht wäre. Da müsste man weniger nachdenken. In Italien müssen Masken in der Stadt von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens getragen werden. Diskotheken bleiben nach einem Anstieg der Neuinfektionen in den kommenden 3 Wochen geschlossen. Griechenland verlangt von Einreisenden aus immer mehr Staaten einen weniger als 3 Tage alten Coronavirus-Test. Einen solchen vorweisen müssen Touristen aus Belgien, Tschechien und Schweden. Bei den Tests an deutschen Flughäfen müssen sich die Rückkehrer aus Risikogebieten auf lange Wartezeiten einstellen.